Ja, und wären wir sehr modisch, dann würde das so aussehen. Und wer mich kennt, weiß ja, wie begeistert ich von der Mode der Versalien sind, nicht? Also völlig überflüssig und schwerer lesbar. Aber um das geht es jetzt natürlich nicht, sondern es geht um, wie das Buch ein bisschen entstanden ist. 1982 gab es eine sehr anregende Buchkunstausstellung in Leipzig und dabei eben auch eine Veranstaltung ähnlich wie die hier heute, nämlich ein Symposium zur didaktischen Typografie. Hans-Peter Wilberg berichtete darüber auf einer Arbeitstagung der Herstellungsleiter und in Kürnach, und das hat mich auch sehr ja, richtig elektrisiert, was es damit auf sich hatte, mit der Gestalterpraxis, was damit passierte, und es ging mir eigentlich da um Funktionen. Das sind die Kataloge dieses Jahrgangs gewesen. Etwas später ist dann das Buch über didaktische Typografie erschienen, das eigentlich ein Aufsatz-Sammelband ist, der nach dieser Tagung erschienen ist. Also nicht wie bei uns, wo wir das Buch zuvor gemacht haben. Bei Nadolskis, wir hatten ein Gespräch mit Nadolski, der leider nicht hier sein kann, weil er ziemlich erkrankt ist. Wir hatten ihn im Frühjahr 2017 interviewt, und das war auch ein sehr schönes Gespräch. Er hat sich sehr gefreut, dass seine Idee von 1980, 82 so ein bisschen weiterging. Nadolski studierte Chemie und Pädagogik, und es interessierte ihn, wie und warum Bücher wie gestaltet werden. Er arbeitete im Institut für Verlagswesen, das er schließlich auch leitete, und dieses Institut war gerade im Ostblock ein ganz wichtiges Institut, das er viel in der Buchgestaltung bewirkt hatte. Neunundachtzig folgte noch ein weiteres Symposium in Leipzig, also so kurz vor der Wende im Mai 1989, und hier verdichtete sich das Thema bei mir besonders in der Anwendung in Buchprojekten, die ich gestalten durfte, aber eben auch waren immer die Überlegungen dabei, was machen wir, wie können wir so etwas weitergeben und was geschieht mit der Lehre dabei. Es entwickelte sich dann mit der Zeit ein Seminar zur didaktischen Typografie im schönen Volterra, aber ich kann Ihnen gleich sagen, die Teilnehmer hatten von Volterra nicht sehr viel, außer wenn sie zum Fenster rausschauten, denn es ging halt den ganzen Tag und die ganze Woche. Die Idee, wir hatten das dreimal gemacht, und die Idee schlief dann ein bisschen ein, weil die Verlage, gerade die Schulbuchverlage, eigentlich nicht einsahen, dass sie dafür Geld ausgeben sollten. Zitat jetzt eines Herstellungsleiters: Ich zahle doch nicht meinen Mitarbeitern den Urlaub beim Gorbach in Volterra. 2009, also das schlief ein bisschen ein, aber in meiner Arbeit, wobei die Funktion, das erwähnte ich ja schon, viel, viel wichtiger war als eigentlich erstmal als die didaktische Idee. Die Funktionen sind die Voraussetzungen dafür. Und 2009, als alles schon ein bisschen eingeschlafen war, dann kam Ulrike Borinski auf mich zu und fragte nach dem Stand der didaktischen Typografie, und es erst folgten dann erste Besprechungen in einem kleinen Arbeitskreis, nicht, das so halbjährlich stattfindet, und die erste Besprechung fand statt im Ristorante Il Salento in München. Man muss das auch dazu sagen, wer das kennt, es ist eine bruchbudenartige Erscheinung. Und es folgte dann eben im Fachkreis die weitere Information darüber hinaus, und gab natürlich sehr häufig: Wir sollten doch mal sowas machen, das kennt man ja auch. Und wir haben dann eben beschlossen, wir machen dann auch das wirklich. Und auf der Typo St. Gallen 2013 war dann die Idee so weit gereift, dass es zu einem ersten Treffen kam,
und wir trafen uns in Wien und so nahm dann eigentlich alles in seinen Formen seinen Fortschritt und es ging nicht immer geradlinig zu, aber immerhin kam etwas dabei raus. Genau. Das heißt, wir haben das Buch gemacht, das ist sichtbar, es liegt ja auch vorne schon aus. Was wir aber eben im Vorfeld, was uns auch überrascht hat, ist, dass wir tatsächlich Aufsätze sammeln konnten, dass wir über diese quasi gruppeninternen Tagungen, die wir gemacht haben, festgestellt haben, es gibt viele Leute, die sich theoretisch auseinandersetzen, die sich mit, die mit Inhalten kommen, die unglaublich interessant sind. Wir haben dann auch sehr viel mehr Aufsätze gesammelt, als wir eigentlich überhaupt erwartet haben. Wir haben damit den ersten Plan, eine kleine Reihe irgendwie zu bestücken, im Wallstein Verlag vollkommen gesprengt, waren aber sicher, dass wir die Aufsätze auch ins Buch bringen wollen und nicht eine klitzekleine Auswahl, um eine Reihe irgendwie bedienen zu können. Ja, genau. Wir haben eben auch, das war für uns besonders wichtig, wir haben festgestellt, es gibt eben nicht nur Typografen oder Typografinnen, die sich zum Thema äußern, es gibt auch Pädagoginnen, es gibt eigentlich eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Professionen, die in unserer Nähe sich aufhalten. Ja, genau, das war eigentlich für uns das Aufregende an der ganzen Angelegenheit. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir... Genau. Ich möchte gleich ein bisschen was zur Buchgestaltung sagen. Die Schrift, die kennen Sie wahrscheinlich auch, das ist die Franziska von Jakob Runge. Es war nicht so schwierig, sich dafür zu entscheiden, also für uns im kleinen Team, weil das halt eben auch eine ganz wunderbare neue Serifenschrift ist, die auch die neue Zeit mit verkörpert, ohne jeglichen modischen Anstrich und gut ausgebaut ist, also so, dass man sie auch für viel kompliziertere Werke verwenden könnte. Jan hat damit auch einen Anteil an dieser Schrift, weil er der Mentor während des Entstehungsprozesses war. Die Buchgestaltung selbst, also jetzt sprechen wir gleich mal von der Größe, 147 x 235 mm, sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich wenig, aber es ist eine glatte Proportion, nämlich 1 zu 1,6 und das ist für mich in der Gestaltung auch immer wichtig, mit sauberen Proportionen zu arbeiten und nicht irgendwie wie die Verleger, ich möchte das wie manche Verleger, die ein bestimmtes Buch in dieser Art haben wollen, was eben auch nicht so sauber ist. Das ist also etwas schlanker als der goldene Schnitt. Und auch die Dimensionen in der Gestaltung sind alle nach der Proportion weitergestaltet. Also eine Serie, nicht die herkömmlichen Randprogressionen, die man aus der klassischen Typografie kennt, sondern eine Fortsetzung der Proportionsreihe nach unten. Der Seitenaufbau, das ist eigentlich sehr einfach. Der Text sind Aufsätze. Es sind lineare Texte und sie haben Fußnoten, jedenfalls fast alle, und sie haben Bildlegenden und wir haben Bilder und die Bilder sind nie aus oder zu 98% nicht aus optischen Gründen gewählt, sondern eben sehr funktionell und auch nur das, was wirklich dann auch in der Abbildung Sinn hat. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Struktur, hier sehen Sie Charts aus der Entstehungszeit und natürlich hatten wir intern eine große Diskussion wegen der Anordnung von Fußnoten und das führte dann auch dazu, dass ich eine Studie verfasste und gestaltete über die Möglichkeiten, Fußnoten anzuordnen. Wir waren uns, glaube ich, bis heute noch nicht einig. Genau, wir sind uns bis heute nicht einig über den Umgang mit Fußnoten. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis wir es ausdiskutiert haben.
Also ich finde diese Möglichkeit richtig. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, die auch in Ordnung sind. Genau, die Macht des Faktischen lag bei Rudolf. Da ich dann die Satzhoheit hatte, war die Entscheidung klar. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Gesamtinhalt und zu der Menge der Aufsätze. Wir haben natürlich versucht, ein bisschen zu gliedern, Gruppen zu bilden und sind ungefähr auf Folgendes gekommen. Also wir haben ein paar einführende Kapitel. Wir haben dann irgendwie einen Bereich, der sich Grundlagen und Fundamente nennt. Dann auch einen, der sich didaktische Typografie nennt. Und zum Schluss kommen wir dann nochmal konkret auf die Lesbarkeit, Schrift und Typografie zu sprechen. Wir werden diese Bereiche jetzt kurz vorstellen, deswegen halte ich es mal gerade kurz. Selbstverständlich sind diese einzelnen Bereiche in ganz altmodischen Zwischentiteln vorgestellt, nicht? Titel auf der rechten Seite, Wacker-Seite folgt und dann geht's los. Genau, ich fange mal an mit dem einführenden Bereich. Da findet man zum Beispiel das Interview, was wir mit dem Dieter Nadolski geführt haben. Wir haben dazu gestellt, natürlich neben der Einführung und auch der Vorstellung der Gruppe lesbar und der kleinen Geschichte, die wir jetzt aber nun auch schon kennen, haben wir eben auch versucht, das, was der Dieter Nadolski irgendwie im Zusammenhang mit dem Problemfeld didaktische Typografie gemacht hat, auch ein wenig zusammenzufassen. Ich möchte das an dieser Stelle einmal ganz, ganz kurz darauf fokussieren, weil mich durchaus beeindruckt hat, dass der Nadolski schon Dinge beschrieben hat, die wir heute eigentlich immer noch genauso beschreiben würden. Also das heißt, er hat einen Querschnitt gesetzt in diesem Tagungsband, der eben erwähnt war, und hat die Forschungslage zu der Zeit beschrieben, kommt am Ende zu dem Schluss, dass die Gestalter, er meint mit Sicherheit auch die Typografen und Typografinnen natürlich, eigentlich viel zu wenig Rücksicht nehmen auf das, was die Forschung an Ergebnissen bringt. Und das ist ja nun gestern auch schon Thema gewesen. Also wir waren eigentlich der Meinung, wir müssen an der Stelle weitermachen. Genau. Ja, im ersten Hauptteil, Grundlagen und Fundamente, finden Sie jetzt beispielsweise auch Autoren, die heute und gestern hier waren. Es geht hier wirklich um theoretische Ansätze und Aufsätze, die Grundlagen unserer Arbeit eben erstmal hinterfragen, beleuchten, und sind hier ja eben auch ganz verschiedene Ansätze. Ich zeige dann eben auch Beispiele, wie das eben im Detail dann aussehen kann, wenn sowas notwendig ist, wie hier der Beitrag von Florian Adler, wo es ja intensiv auch um die Lesbarkeit und eben auch bei Sehbehinderungen gibt, oder eben auch etwas ganz anderes, nicht, also der Beitrag von René Spitz, wo er untersucht hat, welche didaktischen Aspekte in Ulm an der Hochschule für Gestaltung eben vorhanden waren, und das anhand von Beispielen untersucht und eben auch etwas bebildert hat. Das sind natürlich sehr historische Dinge, und ich muss auch sagen, bei meinen Einsicht in die Unterlagen der Hochschule, das war natürlich ganz am Anfang. Hätte die länger existiert, wäre das sicher auch ein großes Thema noch geworden. Genau, der Bereich didaktische Typografie umfasst auch eine ganze Reihe von Aufsätzen. Das eine oder andere kennen wir schon, weil es irgendwie zu Vortrag geworden ist. Also Sabina Sieghardt haben wir vorhin gehört, Rosalie Hein und mich habt ihr gestern gehört. Wir haben jetzt auch noch mal ein anderes Thema, also einen anderen Aufsatz zu dem Thema Handouts. Da gibt es eine Darstellung von Umfrageergebnissen über den Umgang mit Handouts.
wir haben, wie schon gesagt, irgendwie jetzt hier als mal eine echte Textseite, irgendwie Sabina Sieghardt mit der leichten Sprache. Wir haben eine wunderbare Schulbuchanalyse von Silvia Werfel. Wir haben uns eigentlich sehr gefreut, dass wir an dieser Stelle mal eine komplexe Tabelle vorführen können, die, glaube ich, eine ganze Menge Zeit gekostet hat, sowohl die Silvia als diejenige, die Tabelle und die vor allen Dingen die Daten zusammengestellt hat, als auch irgendwie in der typografischen Umsetzung natürlich nicht ganz einfach ist. Rosalie Heinen und Susanne Heinecke habe ich schon erwähnt, als diejenigen, die für die Schulbuchforschung dastehen. Wir haben dann auch einen Aufsatz, eigentlich ein historisches Thema, das an die Wurzel, quasi die Wurzel des schulischen Lernens geht. Das geht um Fibeln. Das ist eine wunderbare, vor allen Dingen auch stark bebilderte Geschichte. Und wir haben die ganz komplexe Angelegenheit, die vor allen Dingen fokussiert auf Referenzen in der Typografie, als Funktion in der Typografie. Da geht es im konkreten Beispiel um die wissenschaftliche Edition Hitler, die der Rudolf gemacht und gebaut hat. Vielleicht. Genau, vielleicht müsst ihr da noch mal. Ich muss dazu sagen, dass ich eben gerade solche wissenschaftliche Editionen auch als ganz wichtige didaktische Aufgabe sehe. Und es geht immer hier um die Funktionen. Und wenn man da zurückschaut in die Geschichte, solche komplizierte Dinge wie diese hebräischen Bibeln oder eben die Bücher der Humanisten, aber eben auch juristische Titel, das sind alles Dinge, die voll mit Funktionen sind. Und auch dann, wenn man da auch ins 16. oder 17. Jahrhundert schaut, wahnsinnig sorgfältig gemacht sind, mit der damaligen Technik halt. Und das hat mich eben auch beflügelt bei der deswegen ist der Beitrag auch über diese Hitler-Edition da mit drin, eben diese verschiedenen Ebenen eben zu verbinden. Sie sehen dann die beiden Doppelseiten oben und die Vorgangsweise, wie wir das typografisch gemacht haben, ist eigentlich dort in diesem Buch auch enthalten als ein Teil von didaktischer Gestaltung. Natürlich gibt es da auch noch andere Dinge, wie eben hier ein Beitrag von Verena Kiesel über die Bewusstseinsbildung für Schrift im Kindesalter. Also es ist ein ganz breites Spektrum. Ja, genau. Und der dritte Teil, das ist Lesbarkeit, Schrift und Typografie. Da geht es viel um Leserlichkeit. Wir haben heute schon das eine oder andere darüber gehört. Da sind wunderbare Studien über Schriften, über Leserlichkeit zu finden. Den Albert Jan Pohl haben wir natürlich heute schon gehört. Auch der ist dort. Es geht auch um so eine Polemik. Genau, das sind die Leserlichkeits-, genau, Björn Schumacher, der auch über Leserlichkeit schreibt, der Schriften untersucht. Wir haben jetzt hier nicht im Bild, aber wir haben eben auch, ach genau, das ist von Albert Jan, drin eine Polemik über das Nichtlesen von Studierenden, ich will es jetzt doch mal so ausdrücken, die Typografie im Hauptfach studieren und Bücher gestalten wollen. Genau, aber nicht bereit sind zu lesen. Genau, und wir haben nicht zuletzt ein eigentlich relativ umfangreiches Literaturverzeichnis, was ich persönlich in einer Publikation, in der hauptsächlich Typografen schreiben, für eine ziemlich besondere Sache halte. Deswegen haben wir uns außerordentliche Mühe damit gegeben, dass es nicht nur stimmt, sondern auch angemessen visualisiert, typografiert ist. Genau. Ja, so sieht das Buch aus, wie Sie vielleicht jetzt schon gesehen haben. Die Typografie
Für mich ist es ganz wichtig, schlicht zu bleiben. Und trotzdem gibt es natürlich für einen Umschlag eine gewisse Attraktion. Wir haben sehr vielen zu danken, was natürlich im Buch auch verzeichnet ist, denn es ist ja eben fast alles umsonst erarbeitet worden. Und ich möchte die Namen jetzt nicht aufzählen, aber das sind sehr kompetente Teilnehmenden und das ist natürlich für uns eine große Freude, das zusammen gemacht haben zu dürfen, wenn ich das so hochachtungsvoll sagen darf. Und natürlich nicht zuletzt der Dank an die Leute, die letztendlich das Buch noch ermöglicht haben, denn wir hatten einfach keine Finanzen mehr. Und insofern ist die Startnext-Geschichte die Rettung gewesen. Und da ist ein besonderer Dank an Ellen Wohlfahrt, an Michi Buntscherer und Linda Reiter, die dieses das Team gebildet haben und eigentlich das dann eben ermöglicht haben. Und ja, die Bücher sind tatsächlich da. Ich habe auch gleich das Foto bekommen aus Wien. Jetzt ist es da. Ja, und das war es eigentlich, was ich dazu erstmal sagen wollte. Jetzt geht es dann gleich weiter, dass die Autoren sehr gerne das erste Exemplar bekommen und natürlich die anwesenden Startnext-Teilnehmern, für denen ich besonders danken will. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Rudolf, herzlichen Dank, Ulrike. Ich finde es ein unglaublich schönes Bild zum Abschluss einer Konferenz, die sich mit Typografie beschäftigt, dass wir an dieser Stelle nochmal so eins der klassischen Ergebnisse von unserer Arbeit sehen können, dass nämlich dabei so zum Beispiel, nicht nur lieber Frank, ja, aber zum Beispiel solche Werke bei rauskommen, die dann gedruckt zur Verfügung stehen und als physische Objekte lange Zeiten überdauern und immer wieder in die Hand genommen werden. Und du hattest so schön gesagt, das Wort begreifen auf die Art und Weise sehr umfassend möglich ist. Ich glaube, Fragen brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht mehr zulassen. Ich glaube, es ist umfassend geklärt. Es gibt das Buch. Es gibt eine kleine Bitte, dass diejenigen, die dieses Buch vorab bestellt haben und es heute mitnehmen wollen, es ungefähr in den nächsten 30 Minuten auch abholen, weil die Barbara, die das hier organisiert hat. Was noch? Und klar, also auch wer kaufen will, der kann das jetzt noch 30 Minuten ungefähr machen, weil die Barbara danach auch ihren Feierabend dann mal irgendwann feiern möchte. Und mir bleibt jetzt als Moderator dieser kleinen Konferenz, die weit über sich hinausreicht, das zu machen, was ich ganz, ganz besonders gerne am Ende mache, nämlich mit gebotener Sorgfalt, das Wort kam bei euch gerade vor, mich zu bedanken im Namen derjenigen, die es organisiert haben. Warum ist mir das so wahnsinnig wichtig? Das, was wir hier gemeinsam tun, ist, wir hatten es gestern bereits, ist bürgerschaftliches Engagement, lebt davon, dass Menschen sich die Mühe geben, die Zeit nehmen, die Lust haben, etwas zu tun. Und ich finde, das muss gefeiert werden. Und das muss jetzt gefeiert werden, indem wir es sagen. Und hinterher dann dürfen wir alle darauf trinken. Deswegen jetzt sozusagen diese kleine Liste, dieser Moment sei mir bitte gestattet. Und ich möchte gerne anfangen damit, dass wir hier eine Ausstellung hatten, die zur Auseinandersetzung aufgerufen hat und die Ausstellung von der Rosalie und unter Mithilfe von Imke aufgebaut worden. Den beiden einen ersten Applaus bitte. Dann sitzen wir hier in Räumlichkeiten, über die wir gestern auch schon kurz geredet haben, dass es nämlich ein wirklich besonderer Ort ist. Mitten im Museumsquartier findet Design statt in Kontinuität. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier sein können. Und es aber auch Menschen gibt, die als Beteiligte vom Designforum
hier mitarbeiten an dieser Stelle. Deswegen geht ein herzlicher Dank an Johanna und Katrin. Ohne Technik ist schwierig. Dank Oliver ist es so möglich. Dann gibt es inzwischen so eine Form von dem rasenden Konferenzteam. Zwei Menschen, die von Konferenz zu Konferenz in unserer Branche eilen und dafür Sorge tragen, dass es irgendwie bildtechnisch festgehalten wird. Alain und Michi, wo ist der Michi? Herzlichen Dank. Am Einlass gestern hat mitgeholfen, und das ist wichtig, sonst wärt ihr alle gar nicht reingekommen, gell? Also aufpassen, ja? Irene, sei Dank. Jetzt kommt diese lange Liste von Namen, die zum Beispiel da hinten dafür Sorge tragen, dass wir gleich was zu trinken können und auch noch ein bisschen weiterarbeiten, damit wir weiterhin was zu trinken und zu essen bekommen, die sich um all diese vielen Dinge, die notwendig sind, wenn man so eine Konferenz macht, gekümmert haben und dies auch für uns getan haben. Deswegen großen Dank an Sophie, Edin, Stella, Mona, Leonie, Moritz, Gideon, Max, Calvin, Magnus, Nico, Daniel und auch noch Nadine. Herzlichen Dank. So, und nun ist es natürlich kein Geheimnis, dass noch vier Menschen fehlen, die ich mir zum Schluss aufgehoben habe und die ich jetzt dann natürlich auch gleich hier nach vorne bitten will, minus eins. Einer musste schon weg, deswegen vier Menschen sei Dank, drei sind da. Diejenigen, die hier als Teil der Gruppe Lesbar bzw. als Teil der TGA sich darum gekümmert haben, dass wir hier das organisiert wurde, dass die Programme zusammengestellt, dass es eine Webseite gibt, dass die Grafik gemacht wurde und auch das Catering hier vor Ort und so weiter alles organisiert haben. Das sind vier Menschen, die unglaublich liebenswürdig sind und die das sehr, sehr kompetent machen. Einen großen, großen Dank an das Dream Team Martin, Gerhard, Erich und Barbara. Bitte hier nach vorne. Nicht vergessen, ohne Boris-Moderation ginge gar nicht.